Basler Zeitung präsentiert Gesundheit heute. Unterstützt vom Clara Spital. In besten Händen. Interpharma. Forschung für ein besseres Leben. Miriam Iserlin, Klinik für Orthopädie und Chirurgie. Perla Vita, Gesundheit im Alter. Schultes Klinik, Muskuloskeletalzentrum. Und Violier, für Labormedizin. Beweglich sind die Schultern. Man kann sich strahlen, man kann Wäsche aufhängen oder man kann sich kratzen. Grüezi miteinander und herzlich willkommen. Heute reden wir nicht nur über Schulterprobleme, wir reden auch über Nierensteine. Zurück aber zu den Schultern. Wie wichtig die Schulter im Alltag ist, das merkt man erst dann, wenn sie Probleme macht. Zum Beispiel nach einem Sturz. 4. Januar 2013. Der Notfallhelikopter landet im Skigebiet von Leukerbad. Rito Schwander ist schwer gestürzt. Per Heli wird er ins Spital von Visp transportiert. Ich habe bei den Beinen zuerst geschaut, weil ich Angst hatte, dass ich das Bein gebrochen habe. Dort war es schnell gut. Da hatte ich im ersten Moment noch Freude. Und dann habe ich aber dann sofort gemerkt, dass es hier reindrückt. Es ist sehr ein starker Druck. Und man kann nicht richtig aufsitzen, man kann nicht richtig liegen, man kann gar nicht aufstehen. Also das habe ich dann schnell gemerkt. Ja. Die Erstversorgung findet im lokalen Spital statt. Die dreidimensionalen Bilder von Rito Schwander zeigen den eindrücklichen Splitterbruch der Schulter. Er sucht einen Spezialisten auf und erschrickt über das Ausmaß der Verletzungen. Schlimmer ist es, als ich nachher eine Diagnose in der Klinik bekommen habe. Oder? Dass es eine sehr grosse Operation gibt, dass es wirklich fest kaputt ist. Man sieht dann die Bilder und das ist dann einiges gravierender. Herr Schwander, wie schmerzhaft ist die Schulter eigentlich? Ich denke, ich habe Glück gehabt. Also, es war jetzt nie so, dass es extrem weh hat. Es war gerade nach dem Unfall ein starkes Drücken, natürlich, weil sie ausgerenkt war. Aber es war wirklich alles zum Aushalten. Mhm. Auch die 11 Tage, die Sie auf die Operation haben warten mussten? Ja, durchaus. Das war mehr das Mentale, das dort dazu kam, weil man halt weiss, dass man eine sehr schwere Operation mit Vollnarkose vor sich hat. Sie haben einen schweren Bruch gehabt, der Chirurg ist hier, Dr. Fabrizio Moro. Herr Moro, was ist genau passiert bei diesem Bruch? Ja, beim Herrn Schwander ist im Rahmen des Sturz die Schulter ausgekränkt. Das sieht man hier gerade. Genau, man sieht, darf das Ihnen vielleicht zeigen an der Bildgebung. Und bei dieser Ausrenkung ist es zu einer Mehrfachsplitterung einerseits vom Oberarmkopf. Ich zeichne Ihnen hier ein paar Teile ein, damit Sie sich das Ausmaß der Verletzung, also wir haben hier zwei Teile, wir haben hier nochmal ein Teil, wo ein bisschen rumliegt. Und das andere kommt noch dazu und ich glaube, das kann man Ihnen am besten anhand vom zweiten Bild zeigen. Es ist eben nicht nur der Oberarmkopf, der gebrochen ist, sondern auch an den Gelenkspfannen. Und das sieht man anhand von dieser 3D-Rekonstruktion, wo wir heute die Möglichkeit haben, auch quasi etwas wegzunehmen, damit man auch besser so etwas darstellen kann. Dass Sie können dahinter sehen quasi. Genau. Mhm. Und da sehen Sie die Gelenkspfanne und wenn Sie jetzt die Kontur der Gelenkspfanne verfolgen, dann sehen Sie hier, da haben Sie auf dieser Höhe einen Unterbruch. Mhm. Und das sind die Splitterteile, die im Rahmen dieser Ausrenkung dann auch abgesprungen sind. Also eine komplizierte Sache. Sehr. Es ist auch kompliziert in der Rekonstruktion. Wir haben ein Bild dazu. Wie tun Sie denn das wieder zusammenfügen? Ja, also man muss sich sicher einen Plan dann auch machen. Und für das sind auch die 3D-Rekonstruktionen, die einem helfen sollen, wie gehe ich technisch vor. Und sich auch Zeit nehmen und auch den Patienten darauf hinweisen, dass es eine längere Operation gibt. Und man sieht jetzt anhand von dieser Rekonstruktion, das sind unmittelbare postoperative Röntgenbilder, die wir gemacht haben. Einerseits haben wir hier die zwei Schrauben, die Sie hier sehen. Das ist die Gelenkspfanne, wenn man die Kontur jetzt auch hier verfolgt. Das haben wir versucht zu rekonstruieren. Mhm. Und das ist uns gelungen, aber ich habe einen Teil vom Beckenkammbruch, also eigentlich Knochen vom Herrn Schwander, weil die Teile so klein waren, dass man es eigentlich nicht mehr können brauchen. Dann haben Sie wie so Spön vom Knochen und brauchen genau. Das, um das wieder zusammenzuheben? Genau. Das ist Teil 1 der Operation und Sie sehen im zweiten Teil die Platten und Schrauben, die Sie hier haben. Da haben wir versucht,
die mehreren Teile von dem Oberarmkopfbruch wieder so zu rekonstruieren, dass die Anatomie wieder stimmt. Und ich denke, in dieser Situation haben wir es geschafft. Eine komplizierte Sache also. Aber mit der Operation allein ist es nicht gemacht. Ebenso wichtig für einen Erfolg ist die Rehabilitation. Schon unmittelbar nach der Operation besucht Reto Schwander die Physiotherapie. Er bekommt genaue Instruktionen, wie er seine Schulter belasten darf. Heute habe ich mit ihm speziell sogenannte physiologische Bewegung gemacht für den Arm, die man auch im Alltag braucht. In der Rückenlage sieht man das. Dort habe ich geschaut, wie läuft das Gelenk und habe ihn schon gemacht, mithelfen. Also sprich schon Muskeleinsatz von ihm gefordert. Das ist mit sehr viel Wahrnehmung Schulung schon verbunden. In der Seitenlage, wo der Patient in der Seitenlage liegt, Herr Schwander, dort, wo ich das Schulterblatt bewege. Und gebe ihm auch schon den Auftrag, mitzuhelfen, das Schulterblatt zu bewegen. Sprich, das ist für ihn dann schon eine Wahrnehmungsaufgabe und eine Koordinationsaufgabe auf muskulärer Ebene. Gut, wird es schwieriger. Nach vorne. Vorne, vorne, vorne. Genau. Sehr gut. In der sitzenden Position habe ich mal sicher eine Korrektur der Haltung beigebracht. Dann haben wir zweitens die Schulterplatte in die richtige Position geführt, aktiv, das hat er dann auch heben. Und als dritten Ansatz ist dann die Schultermuskulatur schon aktiviert worden, findosiert. Reto Schwander ist für 6 Wochen arbeitsunfähig. Täglich macht er seine Bewegungsübungen, zu Hause und in der Klinik. Also es ist jeden Tag etwas mehr. Ich meine, man merkt, dass auch die Heim, wenn man klar, der Arm ist ruhig gestellt, aber man kann dann gleich immer ein bisschen mehr machen. Man merkt, alles wird stabiler irgendwie, es wird alles wieder ein bisschen kräftiger. Herr Schwander, haben Sie nicht Angst gehabt, am Anfang zu bewegen? Ja, schon, ehrlich gesagt. Oder? Weil es war schon eine sehr aufwendige Rekonstruktion. Man wollte es auch nicht kaputt machen. Und, es war schon noch Winter dann grad und eisig. Und, da war ich schon sehr vorsichtig, wenn ich unterwegs war. Sind Sie noch eingeschränkt jetzt? Beruflich nicht. Ich arbeite im Büro, ich telefoniere viel, bei vielen Sitzungen, ich reise etwa. Im Freizeitbereich, Sport ist schwierig, Schwimmen geht nicht. Tanzen, Salsa, das ist etwas, was mir sehr viel Freude macht, das geht auch noch nicht. Wo steht er in der Rehabilitation? 2 Monate nach dem komplexen Eingriff, denke ich, dort, wo wir ihn auch gerne hätten. Man muss immer auch den Patienten darauf aufmerksam machen, dass es nicht getan ist mit der Operation selber, sondern es braucht eine lange Rehabilitation und ein Minimum von einem halben Jahr. Mhm. Aber vom Fahrplan her ist es korrekt im Moment. Ja. Was darf man denn erwarten? Weiss man das schon voraus? Natürlich, die Ansprüche des Patienten sind hoch. Sie möchten auch wieder die Funktion haben, die sie vorher hatten. Den Anspruch haben wir auch. Ich glaube, mit der Operation, die wir gemacht haben, haben wir gute Voraussetzungen, dass der Herr Schwander wieder seinen Arm so brauchen sollte, wie er es vorher gebraucht hat. Aber es braucht einfach eine vernünftige Rehabilitationszeit. Mhm. Werden Sie wieder Skifahren? Ich denke, ich werde sicher wieder probieren. Vielleicht war es auch der Gang für eine zukünftige Langlaufkarriere. Gibt es Sportfolgen? Die Arthrose ist natürlich ein Thema, wo man muss ins Auge behalten muss. Ich denke aber jetzt in dieser Situation bei mir Schwander, trotz der komplexen Verletzungen, denke ich, haben wir eine gute Rekonstruktion, dass wir eigentlich das möchten verhindern. Mhm. Aber es ist so, ich werde Herrn Schwander auch langjährig dann auch in meiner Sprechstunde dann auch einbinden, um genau zu sehen, in welche Richtung das es geht. Aber die Chance erachte ich jetzt in dieser Situation. Sind Sie als Mensch durch das Erlebnis jetzt vorsichtiger geworden oder hat das irgendetwas verändert? Schaut, man hat ja so 2 Monate Zeit, so den einen oder anderen Gedanken zu machen. Man überlegt, ist jetzt das Zufall gewesen oder Schicksal. Ich bin auch froh, dass wir nicht so genau wissen, was es ist. Aber gut möglich, dass das eine oder andere ein bisschen bedächtiger abläuft. Mhm. Dankeschön auf jeden Fall, dass Sie bei uns in der Sendung waren. Auch Ihnen, Herr Moreau, herzlichen Dank. Eine Schulter kann man nicht immer wieder herstellen. Hingegen kann man bis ins hohe Alter künstliche Schultergelenke einsetzen. Clara Biri hat gerade auf beiden Seiten so eine Prothese bekommen. Die 87-jährige Clara Biri lebt zusammen mit ihrem 90-jährigen Mann in einer kleinen Wohnung in Basel. Täglich kümmert sie sich um den Haushalt, jahrelang aber unter großen Schmerzen.
Schon mit 48 hatte ich schon die ersten Schmerzen gehabt. So, dann konnte ich nicht mehr beim Bergsteigen nicht mehr durch ablaufen. Dort tut es am meisten weh beim Ablaufen. Und irgendwie leidet man dann und man lernt leiden. Man hat irgendwie einen Schmerz, wo man weiss, ja, das geht jetzt noch, ich lasse es noch nicht operieren, weil man hat doch Angst vor dieser Operation. Ein Gelenk auswechseln, das ist einfach verrückt, oder? Und irgendwann haben sie dann aber so Schmerzen, nach Jahren manchmal, dass sie einfach nichts mehr machen können, ohne Ach und O. 2005 waren die Schmerzen zu groß. Sie bekommt links ein künstliches Schultergelenk und 7 Jahre später auch rechts eine Prothese. Ja, also erst einmal bin ich mal Hausfrau. Dann müssen sie kochen und dann müssen sie überall oben runterlegen. Und jetzt haben wir eine neue Küche gekriegt, die ja weit oben alles ist, die also nicht mehr entspricht, meiner Größe nicht entspricht. Also müssen sie zecheln. Und weil ich sonst noch mit dem Fuß nicht gut weg bin, traue ich mich nicht mehr auf so eine Schemel zu stehen. Also muss ich halt sicheln, bis ich es oben runterholen kann. Und das ist bereits für die Schultern schon eine Übung. Das musst du jetzt oben runterholen. Und ich will es einfach oben runterholen. Und es geht. Sei schon halt. Ja. Mach schon. Bitte. Also ich bewege mich nicht mehr wie mit 40. Das ist schon mal sicher. Aber wir sind ja beide pensioniert, wir haben ja Zeit. Also helfen wir doch einander. Und er hilft mir und ich mache einfach meine Sache heute langsam. Einmal im Jahr muss Clara Piri zum Untersuch in die Praxis von Dr. Isai. Gut. Doch. Ich habe mal gesehen, ja, wie es funktioniert. Ziehen wir das an. Also. Hast du zuerst gerne gesehen, wie sie formt, offen? Super. Sehr gut. Wieder runterkommen. Jetzt mal so machen. Ja. Körper und Unterarm. Ja. Fest. Sehr gut. Wunderbar. Wieder runter. Mal schnell umdrehen und die Hände auf den Rücken nehmen. Eben, da komme ich jetzt plötzlich weiter rauf. Ja. Frau Biri, das sind Ihre Röntgenbilder. Rechts haben wir das inverse Schultergelenk, links konventionelle Schultergelenk, ja, wo schon 9 Jahre drin ist. Beide Seiten von der Röntgenseite her einwandfrei. Frau Biri, ist ja fantastisch, wie Sie mit 87 zuwege sind und trotzdem links und rechts eine Prothese. Wie geht es zum Beispiel beim Anlegen? Das geht ganz gut. Sie müssen sich einfach vorstellen, dass man jetzt einfach muss von unten her alles aufziehen und nicht mehr einfach, wo man schnell, also wenn man es da weg schon stellen, dass man Zeit hat, um sich anzulegen. Mhm. Aber ich habe also mich so daran gewöhnt, ist eigentlich alles gut. Und tragen zum Beispiel, so Taschen tragen oder habe so? Ich also wirklich gute Kraft. Mhm. Ich kann beide tragen, auf beiden Seiten. Mhm. Sie haben links und rechts verschiedene Prothesen, Herr Isai. Sie haben uns die mitgebracht. Was ist der Unterschied? Also der Unterschied bei diesen zwei Gelenken, die wir hier sehen, sind das, ist ein normales Schultergelenk, wie man es einbauen. Das ist im normalen Körperbau angeglichen mit einer Pfanne, mit einem Kopf und mit einem Stiel. Mhm. Auf der anderen Seite hat sie ein sogenanntes inverses, umgekehrtes Schultergelenk, das genau umgekehrt gebaut wurde. Da ist auf dem Stiel Pfanne drauf und die Pfanne ist Kugel. Mhm. Da fragt man sich natürlich, wieso braucht es einmal das und einmal das? Ja, das sind zwei verschiedene Krankheitsbilder. Auf der einen Seite hat Frau Biri eine normale Abnutzung gehabt, eine Schulterarthrose. Hier kann man ein normales Gelenk einbauen. Auf der anderen Seite sind die ganzen Sehnen, die sogenannte Rotatorenmanschette, zerstört gewesen, nicht mehr existent gewesen. Und dann muss man ein umgekehrtes Schultergelenk einbauen. Wie war das eigentlich nach der Operation mit Schmerzen? Also ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich grosse Schmerzen hatte nach dieser Operation. Auch beim Linken nicht. Also eigentlich ganz normal bin ich hier in Therapie, mhm, einfach jeden Tag. Lange hat man ja gedacht, Schultern operieren ist besonders kompliziert. Wie ist das heute? Ist das schwieriger, wie zum Beispiel ein Hüftgelenk einzusetzen? Ja, ich glaube nicht, dass es schwieriger ist. Man hat einfach viel später damit angefangen. Es ist ein jüngeres Gelenk in dem Sinn für die Prothesik. Aber man hat in der Zwischenzeit auch grosse Erfahrungen gemacht. Und in dem Sinn ist es nicht schwieriger als eine Hüfte oder ein Kniegelenk. Und wie lange hält es? Das hält
auch ähnlich wie eine Hüfte oder ein Knie zwischen 15 und 20 Jahren kann das gut heben. Mhm. Wie lange ist es gegangen, bis Sie so zuwege sind wie jetzt? Also mit dem Rechten ist es jetzt gerade ein Jahr gegangen. Mhm. Also zum ehrlich sein, also kurz ein Jahr. Und bei dem Linken, da kann ich mich gar nicht mehr recht erinnern. Ich glaube, ein paar Monate. Und dann habe ich wieder geschafft, ganz normal. Mhm. Kann man unbeschränkt vom Alter eine Prothese an der Schulter einsetzen? Ich glaube, das Alter ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist der allgemeine Zustand. Wenn der gut ist, ist das Alter nicht wichtig. Da kann man eben, wie man jetzt in Ihrem Fall sieht, auch noch bis ins hohe Alter ein künstliches Gelenk einbauen. Limitierend sind Krankheiten, Herzkrankheiten und innere Krankheiten, die einem eventuell das verhindern können. Aber sonst ist das Alter sicher nicht entscheidend. Dankeschön vielmals, Herr Isay, und herzlichen Dank, Frau Biri. Sie beeindrucken mich. Merci, dass Sie da sind. Wenn Sie jetzt noch weitere Fragen haben über Schulterprobleme, können Sie die stellen. Und Sie können anrufen hier dafür ins medizinische Zentrum von der Medgate auf die Nummer 058 387 77 70. Und die Hotline ist offen von jetzt am Samstag bis am 8. Uhr. Hier sehen Sie Bilder von einer Operation, wo Nierensteine entfernt werden. Und so sehen Nierensteine aus. Sie können also sehr unterschiedlich gross sein. Und da kann man sich auch vorstellen, wenn Nierensteine ganz klein sind, dann braucht man überhaupt nichts davon merken. Wenn sie aber gross sind und raus wollen, dann kann man sich vorstellen, wie schmerzhaft so etwas ist. Urologie. Clara Spital. Basel. Eine Operation wird vorbereitet. Das Dunkle da unten ist der Stein. Das da ist der Stein. Jetzt schiebe ich die Hülse, den Harnleiter hinauf. Jetzt habe ich die Hülse ins Nierenbecken vorgeschoben. Ein Nierenstein. Das ist der Stein des Anstoßes. Claudia Lipuna hat alles schon hinter sich, kann wieder ohne Schmerz im Sanitär- und Heizgeschäft arbeiten, das sie zusammen mit ihrem Mann führt. Wasserleitungen zeichnen, anstatt Nieren- und Harnleiterqualen durchleiden. Ich bin aufgestanden und hatte von nichts einfach weh gehabt. Und habe ich mal eine Tablette genommen und dann habe ich gefunden, vielleicht bessert sie. Dem war aber nicht so. Die Schmerzen blieben. Im Gegenteil, sie wurden immer schlimmer. Claudia Lipuna musste ins Spital. Und dort haben sie dann festgestellt, das ist ein Nierenstein. Hier? Mit dem Ultraschallgerät im Sprechzimmer von Dr. Tobias Zellweger entdeckt. Nierensteine entstehen in den allermeisten Fällen, weil man sich entweder falsch einseitig ernähren oder weil man zu wenig trinken. Die Operation, die der Urologe Dr. Robin Russat durchführt, ist in dieser Form erst seit ca. 3 Jahren möglich. Technische Kernstücke sind ein extrem dünnes Endoskop und ein Laser. Das Instrument wird durch Harnröhre, Harnblase und Harnleiter zur betroffenen Niere hochgeführt. Und jetzt kommt das Nierenbecken. Ein bisschen spülen. Da ist der Stein. Da ist der Stein, der Übeltäter. Mit Abstand häufigste Nierensteine sind Calciumoxalatsteine. Das sind 2 verschiedene Salze, die in der Nahrung vorkommen. Die zweithäufigsten Sorten sind Harnsäurestein. Und dann gibt es noch viele verschiedene, aber sehr, sehr seltene Steinformen. Die Steine entstehen in den Nieren. Gehen sie ab, bleiben größere hängen, wo sich der Harnleiter normalerweise verengt. Nach dem Austritt aus der Niere, bei den großen Blutgefäßen und vor dem Eintritt in die Blase. Geschieht dies, staut sich der Urin. Ein starker, scharfer Schmerz ist die Folge. Jetzt kann ich durch das Instrument eine ganz dünne 0,2 mm dicke Laserfaser einführen. Da sieht man jetzt die Laserfaser. Nun geht es dem Stein an den Kragen. So, jetzt habe ich den Stein in 2 Teile zerteilt. Mit einem kleinen Körbchen kann Dr. Russat Stück für Stück den zertrümmerten Stein fassen und über den Harnleiter zurückziehen. Der Vorteil dieser Operation ist, sie ist minimal invasiv, man macht keinen Schnitt. Es ist ein elegantes Verfahren und die Chance, dass man
die Leute befreien von ihren Nierenstein oder vom Harnleiterstein, ist weit über 90%. Und so sieht aus, was vom Stein noch übrig bleibt. Und seitdem schmerzfrei, nichts mehr. Perfekt. Joghurt statt Schokolade. Viel Gemüse und Früchte sowie 2 bis 3 Liter Wasser pro Tag. So sorgt Claudia Lipuna vor, dass nie wieder ein Stein in einer ihrer Nieren heranwachsen möge. Wenn Sie besucht werden vom Dr. Wettstein zusammen mit dem Kamerateam, dann können Sie das machen, wenn Sie Fragen haben und Rot brauchen, aber nur auf diese Nummer, nämlich auf 044 738 56 55. Bitte kontaktieren Sie ihn nicht privat. Er kriegt sonst so viel Telefon, dass er uns noch davonläuft. Diesmal ist er aber noch dabei. Er hat einen Zuschauer besucht, der Probleme hat mit seiner Haut. Der 37-jährige Roger Müller hat besonders in der kälteren Jahreszeit ein Problem mit seiner Haut. Trockene Heizungsluft und fehlende Sonne begünstigen seine Hautprobleme. Er braucht heute den Rat von Dr. Albert Wettstein. Guten Tag. Grüezi, Herr Müller. Ich leide an Schuppenflechten, so ein bisschen an den Ellenbögen und viel stärker am Knie. Die Behandlung ist so, dass ich nur während der Sommermonate Salbe benutze, weil es mich einfach kosmetisch stört. Und den Rest der Zeit lasse ich es eigentlich unbehandelt. Und meine Frage ist jetzt, mache ich das richtig oder soll ich da etwas ändern? Die Schuppenflechte wird Ihr das ganze Leben lang begleiten. Darum ist es wichtig, dass Sie sie so behandeln, dass sie keine Nebenwirkungen hat. Das Wichtigste und das Einfachste ist, dass jedes Mal nach dem Duschen Sie die Ellbogen und Knie ein bisschen einfetten mit einer feuchtenden Creme, zum Beispiel Vaseline oder etwas so. Und dann, bevor sie die Sommersaison kommt, wo sie die kurzen Hosen anlegen, eine Basisbehandlung machen mit einer Wirksubstanz in der Salbe, die Vitamin D ähnlich ist. Und die starke Salbe mit dem Cortison-ähnlichen Wirksubstanz, die sollte man nur dann machen, wenn es wirklich schlimmer ist. Also immer fetten, das würde ich das ganze Jahr machen, gegen den Sommer, bevor sie die kurzen Hosen anlegen, mit der Vitamin D-Substanz und dann für die Schübe Cortison-Salbe brauchen. So kommen Sie gut durch. Wir sind wieder am Ende der Sendung. Dankeschön fürs Zuschauen und ich freue mich natürlich, wenn Sie am nächsten Samstag wieder reinschauen. Adieu miteinander. Es gibt immer mehr Leute mit Heuschnuppen, und zwar das ganze Jahr. Wieso das so ist und was man dagegen machen kann, in der nächsten Sendung. Die Basler Zeitung zeigte: Gesundheit heute, unterstützt vom Clara-Spital, in besten Händen. Interpharma, Forschung für ein besseres Leben. Mirian Iselin, Klinik für Orthopädie und Chirurgie. Der La Vita, Gesundheit im Alter. Schultes Klinik, Musculoskeletalzentrum. Und Violier, für Labormedizin.